Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen ja noch in Bilbao und schauen mal, wohin die Reise heute geht. Also gut, klar, na, zurück nach Dingens. Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir Christmas Assorted Mail von Bilbao zum Post Office North Star in Winterland. 25 Tonnen. Passt. Schon Lissabon? Ich glaube nicht, oder? Oder? Ich glaube schon. Ja, wie gesagt, es gibt noch ein viel zu entdecken. Einfach weiter den Auftrag ausführen. Wie gesagt, vielleicht mache ich es wirklich so, dass ich irgendwie dann zumindest zwei, jeweils ein ATS und ein ETS-2 Video dann in der Woche trotzdem noch rausbringe. Fertig in der Zwischenzeit so. Schauen wir mal. Kommen wir hier so raus oder müssen wir rückwärts? Weiß ich nicht. Wir könnten vielleicht sogar auch hier vorne rechts durch. Oder auch nicht. Hier stehen schon Frachten. Das ist auch um die Ecke, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Wieder von ASC runter. Ja, ich weiß, hier waren 40. Ich erinnere mich noch an die schöne Situation mit den Cops am Ende des letzten Videos. Da wollen wir wieder auf die Autobahn kurz rauf. Meine Güte. Man sieht zu wenig. Obwohl es ja alles. Aufgrund der Sonne? Aufgrund der Sonne vor allem, aufgrund des Schnees. Dann. Runter auf 60. Wir müssen weiter geradeaus. Ist ja doch ein bisschen weiter der Weg. Fast um die Ecke. Nach Bilbao rein. Geradeaus. Könnt eigentlich schon mal links halten. Es sei denn, es ist ein Kreisverkehr. Und dann links abbiegen. Und wir haben hier eine Ampel. Biege nach links ab. Ich habe gar nicht drauf geachtet, noch wahrscheinlich hier Dings Logistics da. Jetzt werden wir von dort aus fahren. Links halten. Und dann links ab. Ich glaube, was ich vielleicht einfach mache dann so in der Zwischenzeit so gesehen, wo jetzt gerade kein Event ist und ich noch nicht den Rechner wieder funktionsfähig habe. Was darauf hinauslaufen wird, dass ich die Garantiezeit auslaufen lasse, die endet ja schon bald. Und dass ich den dann irgendwie irgendwo das hinbringe, weil, keine Ahnung. Biege nach links ab. Den jetzt so kurz davor noch zurückzuschicken, ist halt irgendwie auch ein bisschen weird. Was links? Demnächst links abbiegen. Nochmal links, okay. Biege nach links ab. Oh, direkt sogar hier am Straßenrand. Das
sind hier auch echt coole Ladestellen. Hallo. Ich bin... Aber nicht gegengefahren, oder? What? Okay, ist auch nur echt. Das ist auch schon echt wild. Direkt zwischen dem Park und Auto. Okay, das war, hat überraschend gut geklappt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Genau, ich muss ein Portal auswählen. Boah, da gibt es ja schon einige, ne? Das nächste ist hier auf Raststelle 65 Kilometer. Dürfte die nächste sein, ne? Oder ist es die? Ne, ich geh noch ein bisschen weiter. Dann fahrt vorsichtig. Fahren wir dorthin. Dem 50 Kilometer. Biege nach rechts ab. Ich meine, wie auch da? Ne, wahrscheinlich nicht. Das ist ja eher hier Brücke genau von Dorf, wenn wir dann hier lang gefahren. Okay. Never mind. Demnächst rechts abbiegen. Wobei, vielleicht schreibe ich doch noch mal hier da, wie auch immer man das bei den Heinzeln macht mit Reklamation. Ist halt echt dumm, dass das einfach zwei Monate nachdem ich den gekauft habe, die einfach die Garantiezeit auf rechts abbiegen. Ein Jahr länger gemacht wurde. Rechts ab. Gut, ich habe auch ein bisschen getrödelt so mit den Zurückstecken und so, aber ich sag mal so, ich habe eh nicht damit gerechnet, also ich konnte halt nicht planen so, dass irgendwie DHL vorbeikommt und ich den dann mit DHL wieder zurückschicken kann. Und da es eh einfach immer nur scheiß Wetter war und ja, wenn sowieso die Gesamtsituation einfach so abfuckend ist. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und jetzt, wo es so arschkalt ist, ist das Wetter zumindest mal gut. Biege nach rechts. Und nicht am Regnen. Geradeaus. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Jawohl, Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Aber auch schon gleich zumindest das Portal erreicht und je nachdem wo wir dann gleich spawnen in der Winterland Welt sind wir
eventuell sogar direkt nebenan. Vom Post Office. Okay, was heißt direkt nebenan? Da haben wir den See, da kommen wir nicht durch. Ich glaube, der See ist nicht aus Eis. Wenn er aus Eis wäre, würde ich drüber fahren. Wenn er aus Wasser ist, könnte ich zwar rüberfahren, aber ich mach's nicht. Schon mal rechts halten wegen des Portals, wegen des der Rest Area, die jetzt gleich kommen wird. Never mind. Wildes. Was zur Hölle war das? Das war von der rechten Seite vor allem. Ich mir dann noch mal anschauen. So im späteren Verlauf im Schneiden. Das wirkte schon ein bisschen merkwürdig. Auto, weil der Bus rechts von uns war. Ausfahrt rechts. Nein, nicht. Wie alles. Nimm die Ausfahrt rechts. Jawohl, Ausfahrt rechts nehmen wir. Er dürfte auch direkt hinter der Tanke. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist Portal sein. Da haben wir es. Kaum zu übersehen. Okay, wir sind hier gelandet. 30 Kilometer bis zum Post Office. Wobei ich eigentlich, ich würde echt mal einfach gerne mal hier runterfahren und schauen, ob der See zugefroren ist oder nicht. Wenn der See zugefroren ist, dann würde ich durchfahren, wenn nicht. Also vielleicht würde ich drüber fahren, wenn nicht, dann halt nicht. Aus verständlichen Gründen würde ich mal behaupten. Es ist immer wieder schön, hier durchzufahren. Ich meine, der TÜV hier prinzipiell zugefroren sein, aber der eine fließende Fluss, der ist ja auch nicht zugefroren gewesen. Ja, war schließlich 31 Grad im Minus. Und ich fahre dann jetzt einfach mal hier runter. Mal schauen, ob ich auch wieder zurückkomme, wenn ich doch nicht weiterkomme. Einfach mal schauen. Der See zugefroren? Der
Der See ist tatsächlich zugefroren. Dann würde ich mal sagen, fahren wir rüber. Wir müssen jetzt aber wirklich ein Tempo halten. Damit wir nicht allzu eine große Druckwelle ausüben. Denn unter uns. Ansonsten könnte es sein, dass wir eine zu große Welle produzieren und wir dadurch. Ich muss halt nur gucken, wo ich hier hochkomme, ne? Da vorne, glaube ich. Also keine zu große Welle unter uns produzieren, dass wir. Ist echt die Frage, wo ich hier hochkomme. Hier auf alle Fälle noch nicht, ist noch ein bisschen weiter weg. Weil sonst kann das Eis halt brechen. Hier vorne kommen wir raus. Wirkt zumindest auf der Karte so. Sehr schön mit dem Shortcut über den zugefrorenen See. Dann zwängen wir uns nochmal hier zwischen die Dinger durch. Passt das? Das passt nicht. Wäre zumindest der einfache Weg gewesen, um das hier gut zu treffen. Und wir sind sogar. Oh, doch, hat ja auch gut gepasst. Schön, wenn der Zug an uns vorbeifährt, dann laden wir mal ab. Ausgezeichnet: Christmas Assorted Mail von Bilbao zum Post Office geliefert. In Winterland gefahrene Strecke 106 Kilometer, Dauer 18 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 66 Liter, das war der 181. erledigte ETS-2 World of Trucks Auftrag. Es gab dafür knapp 5000 Euro und 121 Erfahrungspunkte. Schön. Weiter mit dem Zugsound im Hintergrund. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Event-Video wieder. Macht's gut. Tschüss.